Dach zusammen. Ein Gruß aus dem tief verschneiten Hamböcken. Am vergangenen Samstag hatte ich unter anderem einen Karnevalsauftritt im Bonner Stadtteil Beuel, ob der Schälsig. Dabei fiel mein Blick auf jenes alte Gebäude, was in Backsteingotik errichtet seit dem 19. Jahrhundert die Ausbildungsstätte für die Priesteramtskandidaten des Erzbistums Köln beherbergt. Das ehrwürdige Collegium Albertinum. Dort lebte auch ich in den späten 1970er Jahren und ich erlebte im Kasten, wie wir Studenten das Albertinum nannten, schlimme Zeiten, voller Depressionsschübe und Zweifeln und schöne Zeiten. Wenn ich und weil ich dort wunderbaren Menschen begegnen durfte. An erster Stelle dem Spiritual Wolfgang Kraft, einer der segensreichsten Menschen, denen ich jemals begegnet bin. Gott habe ihn selig. Aber warum erzähle ich von meiner Bonner Zeit? Nun, weil zurzeit in der ARD eine sechsteilige Serie spielt, die in der jungen Bundesrepublik, also in Bonn, der 1950er Jahre spielt. Und diese Serie, eine spannende Agentengeschichte, zeigt die Zerrissenheit der frühen Bundesrepublik, vor allen Dingen auch der Adenauer-Regierung, denn es waren in seiner Regierung noch Nazis, zum Beispiel Gehlen und Globke. Darauf angesprochen, sagte Adenauer in seiner typischen Art, wir müssen die Menschen so nehmen, wie sie sind. Wir haben keine anderen. Nun ja, kann man so sehen. Apropos Adenauer, er hatte ja eine herrliche rheinische Art. Nicht nur in seiner Sprache, sondern vor allen Dingen in seinem Humor und seiner Gelassenheit. Unvergessen seine Repliken im Bundestag. Bei einer Bundestagsdebatte rief ein oppositioneller Politiker in den Raum, Herr Bundeskanzler, das haben Sie letztes Jahr noch ganz anders gesagt. Worauf er, ja wollen Sie mir vorwerfen, von Jahr zu Jahr klüger zu werden? Oder ein Zwischenruf, ach, da lachen doch die Hühner, Herr Bundeskanzler. Darauf Adenauer, ja dann lachen Sie doch mal, Herr Abgeordneter. Auch unvergessen sein Satz, hinter Deutsch beginnt schon langsam die Sowjetunion. Adenauer hatte mit Sicherheit seine Gelassenheit auch von seinem tiefen Glauben. Als er starb, und das ist belegt, die folgende Erzählung, als er starb, war seine gesamte große Familie um sein Sterbebett versammelt und weinte. Und er darauf, kein Grund für zu kriechen, das ist kein Grund, um zu weinen. Ja, Adenauer war tief religiös und das war mit Sicherheit einer der Ursachen für seine Gelassenheit. Folgende Geschichte soll tatsächlich passiert sein. Als er zum Bundeskanzler gewählt wurde, dauerte die Auszählung der Stimmen natürlich weit bis über Mitternacht. Und der Kandidat, der sich zur Wahl gestellt hatte, Konrad Adenauer, ging nom Bett. Am nächsten Morgen kam er die Treppe runter, wurde von seinem Chauffeur empfangen und er soll zu ihm gesagt haben, nun sagen Sie doch mal, Herr So-und-so, wie ist denn die Wahl ausgegangen? Tja, im Garten des Lebens
ist Humor der beste Dung. Das wusste auch der Adenauer, sät der bergische Jung.